Moin Moin, hier ist wieder euer Kakaoschlag und heute erzähle ich euch mal eine ganz andere Geschichte, keine Let's Plays oder so, sondern im Bereich Kfz oder allgemein Fahrzeugtechnik, den Bereich, den ich jetzt auch machen wollte, euch zeigen, wie man halt Steuergeräte kodiert oder irgendwelche Reparaturen am Fahrzeug durchführt. Und zwar wollte ich heute mein Equipment euch zeigen, womit ich dann halt Fehlercodes auslese, Programmierung durchführe oder halt Anpassungen, ich sage jetzt mal im Bereich Motortuning, also Steuerungstuning, da habe ich jetzt aber noch keine Erfahrung, also beziehungsweise Grundlagen ja, aber wie genau das am besten funktioniert, das weiß ich halt noch nicht. Es ist für mich auch jetzt so gar nicht relevant, weil ich eher halt tatsächlich repariere oder halt anpasse auf die gewünschten Einstellungen. Das habe ich mit meinem Golf 4 gemacht, das habe ich jetzt auch vor mit meinem BMW. Dementsprechend habe ich auch halt die beiden Softwares oder halt die passende Software für die beiden Fahrzeuge. Und ja, also das ist halt mein Equipment. Zwei verschiedene Kabel, einmal halt einen seriellen und einen mit USB. Und zwar ist es so, dass manche Software keinen Windows-Verbund haben, beziehungsweise sie funktionieren unter DOS. Dementsprechend muss ich den Laptop auch präparieren, dass ich einmal ein DOS-Betriebssystem habe und Windows XP, weil Windows XP halt für solche Geschichten dann halt stabil ist. Natürlich kann man die Software auch unter Windows 7 laufen lassen, Vista etc. pp., aber der Laptop gibt halt nicht mehr her, weil es ist ein alter Medion-Laptop, der halt schon ein bisschen ramponiert ist, aber für die Zwecke vollkommen ausreicht. Und jetzt muss ich mal die Kamera ein bisschen umstellen. Laptop näher ran, das geht auch, dann mache ich das so. Wenn ich den halt starte, gut, weil die BIOS-Batterie platt ist, macht er dann halt eine Fehlermeldung. Ne, diesmal nicht. Da habe ich einmal MS-DOS, Windows XP Professional und einmal MS-DOS. Da habe ich jetzt zwei VW-Programme darunter. Womit fange ich denn an? Also zum Beispiel das Problem im Komfortsteuergerät, dass VW da gerne einen Farbcode hintersetzt, den man aber an der Teilennummer halt nicht erkennt. Zum Beispiel, dass das Steuergerät, also das Komfortsteuergerät für Zentralverriegelung, Fensterbedienung und so ein Pipapo halt zwar gleich ist, aber sich unterscheidet zum Beispiel in einer Kofferraumklappe. Also man kann von einer Limousine zwar das Steuergerät in einem Variant oder Bohrer einbauen, aber die Kofferraumklappe schließt nicht mit. Und mit dem Programm, mit dem, Wofür Effekt? Mit rechter Hand ist immer ein bisschen schwierig. Easy mit Z, weil das dann halt das Original-Layout ist halt US. Und bei uns ist dann halt hier oben das Z, in England wäre das hier unten. Easy ccm.exe. Ach, ccm. ccm.exe. So, nicht wundern, das Programm ist auf Spanisch. Aber es ist alles kein Problem, denn man sieht ja hier, man kann das ein bisschen ableiten. Operaciones, Modulo, Komfort. So, und Komfort interpretiere ich mal als Komfortsteuergerät. Ist auch. So, dann geht man halt drauf. Gut, jetzt habe ich keins angeschlossen. Ich kriege die Tage mal wieder eins rein. Da können wir das machen. Und dann wird dann hier alles angezeigt. Was für ein Workshop, Eigenschaften. Das springt immer raus. Softcoding. Und dann halt die Teilnummer. Und da kann ich dann zum Beispiel ein Backup erstellen vom Variant oder vom Bohrer. Also Variant Bohrer ist eigentlich egal, das ist gleich. Und kann halt mit dieser Datei es entweder umschreiben oder, wie ich das gemacht habe, bei Bekannten teilweise immer angefragt, Mensch, kann ich mal dein Steuergerät auslesen und ein paar Dateien halt sammeln. Die Falschstellung habe ich immer halt rausgelöscht, beziehungsweise auch die gespeicherten Schlüssel. Und wenn einer anfragt mal im Foren, ist es ja häufig so, oh,
kannst du mir mal da helfen? Ich sage, ja, kein Ding, schickst ein oder kommst vorbei. Je nachdem, wenn das einschickt, kann ich das schön mit dem Tischkabelbaum machen. Schön am PC-Netzteil ran, hat auch 12 Volt, ist auch abgesichert alles. Und überschreibt das dann einfach. Und dann hat er dann halt die Kosten gespart, weil bei eBay kauft man ja auch meistens die Katze im Sack, weil da der Fahrcode halt nicht bei ist. Und da schreiben sie drauf, kam vom Variant, war aber doch irgendwie eine Limousine. Ja, da ist es schon ärgerlich, wenn man halt 60 Euro im Wind schießt, weil die bei eBay echt teuer sind. Beim Verwerter, da steckt man auch nicht drin, außer man hat da einen auf dem Platz, wo zufälligerweise ein Variant steht, oder eine Limousine, wo denn das Komfortsteuergerät noch drin ist. Mit der passenden Teilenummer natürlich, weil es gibt zwei verschiedene. Genau, das war das. Hat er schon gemacht. So, das andere Programm, was ich nutze, ist VCDS. Nee, VDC war das, glaube ich. VDC. Jetzt muss ich so einen Unterstrich machen. Also VDC Pro. Hoppla, jetzt hätte ich fast Pro angeschrieben. Gut, jetzt wird er natürlich nichts finden. Und damit kann man die Messwertblöcke im Steuergerät ändern. Also zum Beispiel, wieder das Komfortsteuergerät, was für eine Überraschung, dass man zum Beispiel so eine schöne Option freischalten kann. Zum Beispiel der Passat in der höheren Version, da kann man mit der Funkfernbedienung, also beim Klappschlüssel hat man eine Funkfernbedienung, die Fenster öffnen und schließen. Das hat der Golf 4 nicht, aber man kann die Messwertblöcke halt ändern. Und das ist jetzt nicht speziell fürs Komfortsteuergerät, weil wie man hier sieht, ich kann auch Werte ändern, Motorelektronik, Dieselpumpe, Elektronik, Gearbox, hier Getriebe, Kupplung, Allrad, Bremse und. Also einigen Scheiß kann ich damit machen oder halt auch auslesen. Hiermit kann man auch Fehlercodes auslesen. Nur kann ich das jetzt halt nicht zeigen, weil kein Steuergerät dran ist. Aber wie gesagt, das ist auch ein solides Programm, auch ein gutes Programm. Und man kann auch, sag mal, wenn man einen Airbag-Fehler hat, also es gibt ja diese eBay-Version von VDC, nee, nicht VDC, VAG Pro, nee, VAG, was war das noch? Nee, VAG.com, so, da war das. Komm ich ein bisschen durcheinander, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und da kann das dann halt mal sein, dass man dann halt einen Airbag in die Luft jagt, weil die Software irgendwie entweder zusammengemauscht ist aus dem Internet, weil normalerweise ist es eine Lizenzsoftware. Die kriegt man aber bei jedem ODB-Kabel dann halt mit bei. Aber halt als Lite-Version, die kann man auch halt als Vollversion halt freischalten. Das erkläre ich euch aber nicht, außer ihr wollt das unbedingt wissen, dann erkläre ich das den Einzelnen. Und da kann man dann halt so Sachen, ja gut, gehe ich gleich drauf ein. Aber wie gesagt, VDS Pro, nicht VDC Pro, ist halt besser bei Airbag-Fehler löschen, weil das, ja wie gesagt, besser programmiert ist, beziehungsweise nicht aus dem Internet so zusammengeschustert ist. Weil der eine hat es, dann ist eine polnische Version, dann versucht das ins Deutsche zu übersetzen und haut da irgendwie einen Fehler rein und dann kann das sein, dass da irgendwo ein Fehler auftritt, ungewollt, und das Steuergerät zerschießt, sage ich jetzt mal. So, dann gehen wir hier mal raus, machen mal einen Neustart. So, das war jetzt erstmal die DOS-Geschichte. Mehr kommt da jetzt eigentlich nicht. Jetzt starten wir mal Windows XP. Und probieren mal die andere Software so aus. Also wie gesagt, ich habe kein Steuergerät dran, das kann ich euch so nicht dann halt zeigen, aber beziehungsweise ich werde euch in der Zeit dann halt für die einzelnen Programme halt Reviews zeigen, wie was funktioniert. Ich gebe auch euch die Werte an, was ihr einstellen müsst, weil viele Foren, die stellen sich da halt quer und sagen, nee. Aber vorweg sage ich euch schon, wenn ihr das selber macht, gebe ich euch keine Garantie auf Richtigkeit. Ich gebe zwar die Werte an, aber schlussendlich, wenn ihr das Ding zerschießt, ist es dann halt euer Problem, weil ihr könnt auch, wenn alles richtig angeschlossen ist, auch ein Steuergerät zerschießen, wenn ihr den Laptop kurz mal wegpackt und einen Wackler in der USB-Buchse habt, dann braucht ihr das nicht zurückzuführen nach meiner Geschichte, sondern einfach, da die Verbindung abgebrochen ist, kann es halt dazu führen, dass der Speicher vom Steuergerät dann halt zur Hälfte beschrieben ist und vielleicht auch die Verbindung dann nicht mehr erkennt.
Das kennen wahrscheinlich einige, die ihre Handys flashen und dann da einen Fehler gemacht haben. So ungefähr ist es auch beim Steuergerät, nur dass man dann halt keine Hard Reset-Taste oder wie heißt das noch? Ich sag mal, Service-Modus habt. So, jetzt muss ich euch mal kurz weghalten hier. So. Und schon sind wir halt im Windows. Starten dann halt noch ein paar Programme. Ich habe jetzt auch für VW dann halt noch ein paar Programme. Zum Beispiel habe ich hier meine Ordner. Also hier oben habe ich meine Ordner. VW kodieren, BMW kodieren. Im VW kodieren habe ich dann halt solche Geschichten drin wie Tachodumps, Programme. Dann habe ich hier noch die einzelnen Steuergeräte. Also das waren jetzt meistens Tachos, die anzupassen. Viele wollen ja im Tacho Restkilometeranzeige haben oder Tachobeleuchtung kann man ändern, je nach Tacho. Meistens die VDOs können das gerne, Motometer, die stellen sich ein bisschen quer, beziehungsweise haben das gar nicht hier halt drin. Dann habe ich dann hier meine Kodierleitfaden. Hier habe ich dann halt reingeschrieben, also für eine Eigenleistung, wie, was ich mache. Dann brauche ich mir das nicht auswendig merken, brauche ich nur meine History reingehen, zum Beispiel Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Fensteröffnung via Fernbedienung beim Komfortsteuergerät 1C0959799B oder halt bei der älteren Version 1J0 dieselbe und dann halt AHA am Ende. Antipolenschlüssel, Uninnenraumüberwachung, Restkilometerzeige, Tachobeleuchtung ändern, Willkommensanzeige, Tempomat-Symbol ändern, also das bei VW, also beim VW4 ist es ja so, man schaltet den Tempomat an und dann leuchtet der, auch wenn man eine Geschwindigkeit eingestellt hat. Fand ich ein bisschen doof, dann habe ich das halt so umnotiert, dass es wie beim Golf 6 oder Golf 7 ist. Man hat zwar den Tempomat an, also er ist aktiv, aber es ist keine Geschwindigkeit eingestellt. Und sobald man eine Geschwindigkeit einstellt, dann leuchtet das. Finde ich dann halt besser. Ist dann auch ein Feedback, dass auch das System funktioniert. Ich sag mal, wenn da Bremstaster defekt ist, zeigt das natürlich nicht an, leuchtet dann vielleicht eventuell noch trotzdem weiter oder so. Und ja, solche Geschichten. Und dann habe ich mir dann halt hier so die Werte aufgeschrieben. Zum Beispiel hier, dass man in, welches Steuergerät ist das? Bei den neueren Versionen, dass man dann halt 10 abzieht und dann halt die Werte hat. Und dann habe ich mir auch irgendwo noch solche Geschichten reingemacht. Hier, oder Tachobeleuchtung ändern, die ganzen Werte. Also das habe ich mir halt so aufgeschrieben, dass es jeder versteht. So will ich das dann auch in den Videos reinposten. Und zu der Software habe ich dann bei VW habe ich dann VRG Commander. Der ist gut, da kann man auch Fehlerdiagnose machen oder auch solche Geschichten machen wie Schlüssel annähern, finde ich besser als bei VRG.com oder halt Airbag-Fehler löschen, TV-Aktivierung für die großen Navis, eigener Download Upload oder kann man andere eigene Geschichten machen, habe ich jetzt bislang nie probiert. Also ich habe jetzt bislang einmal eine TV-Aktivierung gemacht, ein paar Mal Schlüssel angelernt und dann kann man halt die Kanäle öffnen, Kombi-Instrument, Allrad, ADR, Bremsbooster und hast nicht gesehen und halt die ganzen Verbindungsmöglichkeiten, Can High, Can Low, denn bei älteren Versionen und K-Line, im Golf 4 muss man dann halt meistens K-Line auswählen, findet man das hier. Dann macht man halt die Identifikation, dann weckt er halt das Steuergerät, aber ist ja natürlich ganz vorhanden, sagt er jetzt auch, keine Verbindung oder antwortet nicht. Und bei Instrument, Immobilizer, kann ich zum Beispiel bei Tacho-Nachrüstung, also wenn ihr, ich sag mal, kein Bordcomputer habt, ihr wollt einen einbauen, braucht ihr natürlich das Display dafür, also den passenden Tacho. Und der muss an den Wegversperrer angelernt werden. Und dann kann ich zum Beispiel den Wegversperrcode auslesen, den übertragen, Kilometerstand kann ich auch anpassen, ohne Einschränkung, wie bei VAG.com, da kann ich nur den Tacho halt anpassen, wenn er unter 100.000 Kilometer laufen ist, das habe ich halt beim VAG-Commander nicht. Dann habe ich dann für die ganzen, kann ich euch mal zeigen, wie dann halt so ein Tachodump aussieht. Muss ich erstmal nochmal umändern hier. Und zwar, genau, ein Hex-Editor. Hier sieht man zum Beispiel halt die ganzen Hexadezimal-Messwertblöcke.
Der erste Bereich bis, weiß ich gar nicht mal, 01D war, glaube ich, für die Wegfahrsperre. Also wenn ich mir das ganz einfach mache, kopiere ich mir einfach den Block in den neuen Tacho. So brauche ich dann halt die Anlernprozedur nicht machen. Und dann stehen dann halt hier Werte, zum Beispiel sag schon, Teilnummer vom Tacho, dann Wegfahrsperre, bla 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 runter. Aber das ist meistens so verschlüsselt mit den X, dass man dann halt nicht rauszieht. Und dann kann ich dann, wo waren das noch, 01ED, genau, 01ED war, glaube ich, lasst mich lügen, nicht Tachobeleuchtung, Restkilometer, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da kann ich dann halt die Werte dann halt ändern. Also es ist immer ein Block, es sind eine Ziffer. Also zum Beispiel, wenn ich dann, ich sag mal, ich ändere hier mal die 7, dann springt er hier hin auf 5, so steht er nicht mehr 35. Steht da jetzt 35 statt der vorige Wert, der war nämlich 7, dann wäre nämlich 37. So. Oder wenn ich dann halt einen Buchstabe reinmache, dann ändert sich das dann auch, weil das natürlich hexadezimal ist. Zum Beispiel W, dann steht dann halt 77. So, speichere ich nicht ab, weil sonst habe ich dann halt ein Problem. Aber so würde es dann halt aussehen, wenn man das dann halt kodiert. Und ja, das war dann. Ah ja, nee, vhg.com habe ich ja noch vor euch. Hier kann ich dann solche Geschichten machen. Auch ich kann auch Schlüssel annähern, Kilometerstand anpassen, etc. pp. Hier ist es halt auch einfach aufgebaut. Ja, okay, jetzt komme ich halt nicht rein, weil ich kein Steuergerät habe. Da kann ich dann über Change and Click dann die gewissen Einstellungen einstellen. Zum Beispiel, was VW auch kann, blinken beim Öffnen, Schließen. Und solche Geschichten. Bloß, was VW halt nicht kann, sind solche Geschichten wie der Antipolenschlüssel. Also ist mir nicht bekannt, dass sie das machen können. Und was war das noch? Genau, Fenster mit Fernbedienung, das kann VW auch nicht. Für BMW habe ich dann das InPower-Programm. Das ist auch ganz gut für, also was heißt auch ganz gut, also ist perfekt für BMW halt. Da ist das alles kompensiert, also man hat dann halt alles drin. Die Programme, die ich jetzt VW extern immer überall hergesammelt habe, das ist halt hier mit drin, beziehungsweise das ist halt für die Diagnose und auch teilweise für Kodieren, nee, Kodieren war es nicht, das war einfach nur für, fürs Auslesen. Und fürs Kodieren habe ich dann halt NCS Expert. Hier kann ich dann solche Geschichten kodieren wie halt mit VW blinken beim Öffnen und Schließen oder hier Braking Force Display, also dass die Bremsleuchten bei einer Vollbremsung erhalten blinken und solche Geschichten. Und dann kann man dann halt, also hier modellübergreifend bis R65, E89. Da habe ich jetzt nicht eine Antenne drin, was ist, weißt du, dass meine halt ein E46 ist, E36 auch noch bekannt. 34 auch noch. Und kann man dann halt sein Fahrzeug dann halt auswählen, Baureihe, Steuergerät wählen, dann kann man dann halt die Steuergeräte auswählen, die man dann halt hat, zeigt er dann halt an. Und daraus erkennt er dann halt die Fahrgestellnummer, die Kodierung etc. Und dann kann man dann halt ins erweiterte Menü gehen, also das freigeschaltete Menü. Erstmal muss man ja die Sachen erstmal eingeben. Das finde ich ganz gut, da hat man nicht eine eigene Sicherheit, dass man nicht dann halt, ich sag mal, ein falsches Steuergerät erwischt, was gar nicht verbaut ist. Oder beziehungsweise ein anderes, was dann halt von der vorherigen Version ist. Das zeigt dir dann wirklich an, welches du verbaut hast. Und das kannst du auch wirklich nur anwählen. Und das ist dann beim VW dann halt ein bisschen schwieriger. Weil dann kann man auch eine Grütze greifen. Ja, das war's eigentlich soweit. Natürlich habe ich jetzt auch noch andere Programme, aber da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr über die Programme halt mehr drüber erfahrt. Auch genauso wie es fürs Kodieren für die Fenster ist. Viele, ja, wie gesagt, die sträuben sich, geben das dann halt nicht preis. Mir ist das halt so blöd, weil ich habe dann auch andauernd irgendwie Leute gefragt, oh, könnt ihr mir das kodieren? Und sagen sie, ja, für 30 Euro mache ich euch das, mache ich dir das. Und wenn man dann halt alle halbe Jahre oder alle Filiale irgendwas nachrüstet oder doch umgeändert hat, geht das auch natürlich ins Geld. So, und da ist dann halt so ein eBay-Kabel halt kein Hindernis. Also die kosten ja auch von bis, also meine haben jetzt pro Stück, sag mal, 40 Euro gekostet. Das ist eigentlich ein fairer Preis. Alle anderen, die so, weiß nicht, 10, 19 Euro kosten, würde ich die Finger von lassen.
Bluetooth-Dongle habe ich natürlich auch, womit ich Fahrzeug spontan, also den habe ich auch immer im Fahrzeug liegen, spontan, wenn irgendwelche Fehler auftreten, was aber selten ist, halt direkt auslesen kann, damit ich erstmal so eine Deutung habe, okay, das ist das, soll ich weiterfahren oder nicht. Das ist ganz praktisch mit dem Handy, da kann ich euch auch das Torch Pro empfehlen, also die 5 Euro sind echt nicht fehlinvestiert. Schade ist es nur bei dem Programm, dass man halt nur aufs Motorsteuergerät zugreift, beziehungsweise auf den Antriebsstrang, wenn man Automatik hat. Und ich sag mal, solche Geschichten wie Komfortsteuergerät oder so, die werden dann halt nicht mit eingebunden. Oder Lichtsteuerzentrale wie bei BMW, die sind halt nicht aufrufbar. Also wirklich nur facto Motor. Und ja, es ist halt ganz hilfreich, das Programm. Und ja, da führe ich euch weiter ein. Natürlich nicht nur wegen Kodieren, auch wegen Nachrüstung oder wenn die Scheinwerfer blank sind, polieren, wieder aufbereiten oder welche Tipps und Tricks, Spritfahrfunktionen oder wie man dann halt am sinnvollsten fährt oder halt nicht. Halt solche Geschichten. Ja, das war's erstmal. Ich freue mich dann halt auf eure Kommentare. Bis dann.